Passend zu Ostern habe ich mir für Sie ein 3-Gänge-Menü überlegt. In der Vorspeise ein pochiertes Ei im Osternest mit Wildkräutersalat. Als erstes brauchen wir unser Nest. Die Butter jetzt erstmal schmelzen, 1-2 Esslöffel. Die 2 Schalen drehe ich einmal um, dann verteile ich hier meinen Teig. Und jetzt geben wir noch ein bisschen geschmolzene Butter dazu. Jetzt geht's ab in den Ofen bei 220 Grad, ca. 20 Minuten. Die Brombeer-Vinaigrette. Dazu brauchen wir etwas Olivenöl, ca. 3 Teile Olivenöl und 1 Teil Essig, etwas Salz, ein bisschen Pfeffer, einen halben Teelöffel Senf, Honig und ein paar Brombeeren. Von Petersilie, von Minze bis Mangoldblätter, alles was man hier so findet, die nehmen wir jetzt her. Ruhig ordentlich. Jetzt vermengen. Jetzt kochen wir das Essigwasser einmal auf. Dann nehme ich einen Schneebesen und bilde sozusagen einen richtigen Strudel. Am besten immer kalte Eier nehmen. Gebe ich das Ei rein. Zack. Unsere Eier sind jetzt 3 Minuten im Wasser gewesen. Legen sie noch mal ganz kurz in Eiswasser und in der Zeit fangen wir schon mal an mit Anrichten. Unsere Vorspeise ist fertig. Das gebackene Osternest mit pochierten Ei, einer Brombeervinaigrette und einem Wildkräutersalat. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und guten Appetit.